was da drin sein könnte oder wer. Okay, alles sehr merkwürdig hier. Nun gut, das war das hier. Und jetzt muss ich allerdings noch zum Ei des Himmels. So, dann mal gucken, was Asia hier so zu sagen hat. Danke fürs Kommen, Käffchen. Sollen wir los? Wir müssen versuchen, Hinweise darüber zu finden, was hier vor sich geht. Irgendwas sagt mir, dass wir im Ei des Himmels vielleicht etwas finden. Sieh mal! Ein Drache! Sie kommen also wieder nach draußen. Wir sollten ihn schnell töten. Ist gerade ganz ruhig, aber ich glaube nicht, dass er nur kurz frische Luft schnappen wollte. Flieht er etwa? Ja, ich glaube nicht, dass er darauf aus ist, gegen uns zu kämpfen. Wenn überhaupt, habe ich das Gefühl, dass wir ihm folgen sollen. Was glaubst du, sollten wir das tun, Käffchen? Ja, folgen wir ihm. In Ordnung. Könnte uns zu einem Hinweis führen. Es wird gefährlich werden, egal wofür wir uns entscheiden. Wir sollten ihm folgen. Der Drache scheint tief ins Ei des Himmels vorgedrungen zu sein. Okay, ich bin mal gespannt. Schon etwas zu sehen? Nein. Also muss ich jetzt wahrscheinlich noch in die nächste Ebene. So, hier stehen jetzt natürlich Monster im Weg. Obwohl, kann ich mich daran so vorbeischleichen? Sollte gehen, oder? Ja, gut. Okay, da kann ich mich nicht dran vorbeischleichen. Wow. Okay. Hier hoch. Und dann jetzt hier lang. Okay, gehen die hier. Achso, da hinten ist ja noch einer. Dieses Laternen-Dings. So, komm mal her, du. Ich mach hier alle. Sowas auch zum Marmelade machen. Ach, ich muss hier noch so viel ausprobieren. Also hier war ja das mit dem Boss. Den wir erst nicht besiegen konnten. Aber auch nichts weiter. Funktioniert das auch, wenn ich mich porte? Bevor ich mich hier wieder überall durchkämpfen muss? Zwar sehr, sehr viele Zeichen, aber nee. Scheinbar nicht. Vielleicht nach hier?
muss ich denn jetzt hier machen? Ich war ja hier. Das ist jetzt schon ein bisschen merkwürdig. Wir gehen dran und tief ins Ei des Himmels hinein. Ja, das ist aber ja, wohin? Hier muss doch dann irgendwo ein Quest-Symbol sein, oder nicht? Sonst suche ich mich doch hier komplett blöd an. Gerade sehr merkwürdig. Weißt du, dahin? Der steht da so merkwürdig. Nee. Dann noch geht es ja hier dann wieder raus. Irgendwie sehr komisch. Da muss der mit einer Gruppe sein, damit hier irgendwas passiert. Aha, okay, gut. Jetzt habe ich's. Gut, irgendwas scheint jetzt hier zu passieren. Sieh mal, Käffchen, das ist der Drache von ihnen, von vorhin. Er ist viel ruhiger als die anderen. Als ob er uns hier herbringen wollte. Ich erinnere mich an diesen Ort. Unseren ersten Besuch hier waren wir im Handumdrehen wieder weg. Wir hatten keine Ahnung, was das für ein Ort ist. Aber nun wissen wir es. Hier wurde Teela erschaffen. Es muss hier etwas geben, das uns sagen kann, was die Drachen im Schilde führen. Bitte. Halt. Diese Stimme. Ach. Danke, ihr könnt jetzt gehen. Das kann nicht sein. Bist du das, Teela? Ich wusste, du würdest kommen, Asia. Wie kann Teela hier sein? Ich weiß es nicht. Teela, wie kannst du hier sein? Damals ich... Bitte antworte mir, Teela. Du hast dich überhaupt nicht verändert, was? Es gibt so viel, was ich dir sagen möchte, aber... Das kann ich leider nicht. Nicht heute. Was? Ich wollte dich nur sehen. Und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit hatte. Du nicht auch, Asia? Warte, Teela. Sollen wir ihr folgen? Nein, gehen wir erst mal nach Hause. In Ordnung. Es tut mir leid. Das war definitiv Teela, daran besteht kein Zweifel. Aber sie starb und um die Gefahr zu bannen, in der wir uns alle befanden. Also wie, was zur Hölle geht hier vor sich? Könnt später darüber nachdenken. Du hast recht, zwanghaft eine Lösung zu finden zu wollen, bringt uns auch nicht weiter. Ich gehe zurück nach Nemea. Ich schicke dir bald wieder einen Brief und
Oh, und danke, dass du mitgekommen bist. Okay, das ist jetzt echt sehr merkwürdig. Eine unerwartete Wiedervereinigung. Warum ist Tila jetzt wieder da? Also zumindest da stand ja kein Name. Also ist es überhaupt Tila, ist ja die Frage. Es ist ihr Körper ja und scheinbar kann sie sich auch an Asia erinnern. Aber ja. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber gut, damit habe ich jetzt auch erstmal wieder alles abgeschlossen. Halt außer hier noch die 3C, aber damit würde ich dann halt wirklich erstmal abwarten, bis ich jetzt erstmal die ganzen Charakterhandlungen fertig habe. Um, ja, halt nicht, dass ich halt irgendwie mal was verpasse oder so. Ja, alles ein bisschen merkwürdig. Aber gut, ich denke mal, das wird sich noch alles aufklären. Wer das gerade war und warum er dort war, da bin ich mir ganz sicher. Ach, Mist, ein zu viel. Na gut. Dann einmal hier noch das Gras. Und ja, dann haben wir wieder ein paar Quests mehr abgeschlossen. Oh nein, nicht gießen. Das habe ich heute schon. Tja. War ja jetzt wieder ein ereignisvoller Tag hier. Ja. Ich denke gerade irgendwie darüber nach, warum sie jetzt wieder da ist. Oder wer genau das war. Weil, ja, ich denke halt nicht, dass es wirklich dass es wirklich die Tila war, die wir kennen von früher. Ja. Okay, kann ich auch noch. Okay. Da siehst du. Dann kriegen wir hier dann alles andere. Oh, wow. Kühlblatt kann ich schnell essen. So. Jetzt kann ich das hier noch schnell reintun und dann. So. Sehr schön. Dann alles wegbekommen. Ach, okay. Habe ich schon. Oder? Nee. Doch, scheinbar schon. Gut. Das auch alles, hier auch, hier auch, hier auch. Nicht hier, oh, hier noch nicht. Alles hier noch mitten in der Nacht. Im Dunkeln. So, sehr schön. Hey, das sieht so schön aus. Gut, ab rein hier. Welcome back. Und ab ins Bettchen. So, gut, wir haben halt ein paar EP bekommen. Und ja, Kühlbeere 20. Ja klar. Selbst bei den Goldenen lohnt sich das übelst, die dann zur Marmelade zu machen. Mit 20, da sind wir bei 3 bei 60. Und rausbekommen wir 245. Das lohnt sich definitiv. Was sich aber auch lohnt, ist halt der Glockenhopfen zu dem Bier. Denn, der Hopfensaft gibt, also der Goldene gibt 135. Und ein Glockenhopfen gibt 55 in Gold und 45 in Normal. Also das würde sich definitiv auch lohnen, weil da brauchen wir auch nur einen von. Und das geht innerhalb von einem Tag. Okay, Sommerbrise.
Tag 22. Estinas Sorgen. Oha, wir haben einen Brief von Estina. Gut, das hier mache ich gleich alles. See you later. Gut, Briefkasten. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte dir für das Gespräch vorhin danken. Triffst du mich bei der Schenke des Barkeepers? Ich lade dich zum Essen ein. Emo. Emo? Also, ja, definitiv, klar. Vielen Dank für deinen letzten Besuch. Es war schön, die Kinder wieder lächeln zu sehen. Sie sind eindeutig noch mitgenommen nach all dem, was mit Taylor passiert ist. Aber hoffentlich kehrt bald wieder Normalität ein. Oh ja, oh stimmt ja. Ich wollte noch etwas anderes mit dir besprechen. Es ist ziemlich wichtig. Also, wenn du bald wieder zum Waisenhaus kommen könntest, wäre das eine große Hilfe. Von Estina. Aber natürlich. Schlossliebespresse. Prinzessin wird erwachsen. Liebe Bürger und mit liebe Bürgerinnen und Bürger, die Volljährigkeitszeremonie der Prinzessin von Liebes wurde vor kurzem abgehalten. Wir erwarten nun, dass sie eine aktivere administrative Rolle an der Seite des Königs übernimmt. Freuen Sie sich auf eine verbesserte Führung durch unsere noble Königsfamilie Liebes. Wie gesagt, ich habe da so eine Vermutung. Ich will da jetzt noch nichts weiter zu sagen, aber... ja. Irgendwie... nee, Quatsch, nicht. Also Gott, doch, gießen gleich, aber... so. Jetzt gießen. Ich glaube, der Baum auch noch. Gut. Ja. Oh, der Knoblauch ist fertig. Oha, das gibt Geld. Zahltag. Gut, hier alles schnell fertig machen. Okay, ein paar Paprika können wir auch noch wieder ernten. Sehr schön. Und die Bäume werden auch schon immer größer, sehr schön. Gut. Ja, ernten. Nice. Und da war auch ein Goldner mit dabei. So. Achso, hier oben kann ich dann auch nochmal was machen. Okay, das ist gut. So, das Ding ist halt nur... ich glaube, nochmal Knoblauch anpflanzen wird jetzt echt knapp, ne? Also ich glaube, der braucht ja 7 Tage. Also am 29. wäre der fertig. Ist das mein Rucksack schon mal wieder? War ja schon lange nicht mehr so, aber er ist mal wieder voll. Das hier wollte ich noch verkaufen. Einmal Nektarrohr. Damit ich weiß, wie viel das bringt. So, für die Herstellung. Robuste Haut geht weg. Verstecken von Waffen. Ja. Ja, vor allem, ich habe ja jetzt ein Problem. Ich bekomme ja morgen erst das Geld und dann ist Tag 23 und dann wäre der Knoblauch genau dann fertig, wenn die Chronomalie hier wieder am Rumchronomalien ist. Von daher bringt das eher nichts. Vor allem, boah, wie viel Knoblauch habe ich überhaupt in der... ja. Ich packe den erstmal hier rein. Ja. Doch, das ist, glaube ich, sinnvoller erstmal. Erstmal da rein, bevor ich den noch für irgendwas brauche. Ja. So, und hier. So, und...
ich wollte mal hier was schnell gucken. So, Futter fertig, Futter fertig. Hopfensaft und Hopfen. Ja gut, gab halt nur Gemüsesaft, alles klar. Oh, das hier kann ich... Okay, Moment, was kommt da raus? Da bin ich dann jetzt auch gespannt. So, das Futter kommt hier wieder ab ins Lager. Dann Gemüsemarmelade, genau. So. Ich mache zweimal Futter. Die Dinger sind am Rummachen. Das hier einmal verkaufen, das hier einmal verkaufen. Und dann. Ja. War es das auch erstmal wieder? Oder? Ja. Ja, doch. Also, einmal. Nein! Och, Mist. Jetzt habe ich die Bohne hier reingeschmissen. Ach. Ja, wenn man nicht genau aufpasst, was man hier macht, ne? So, da brauche ich wieder eine. Zack, rein damit. Ja, Gemüsesaft, den hebe ich auf. Das hier wird verkauft. Und, ah, du wirst auch verkauft. So, das hier, das da rein. Damit das Dings hat. Ja, genau, hatte ich schon. Okay, gut. Hopfensaft. Ja. Komm, schmeißen wir mal hier alles rein. Das gute Bier. Damit wir ein bisschen mehr Griller noch bekommen morgen. Wir haben ja auch genug Hopfen. Also da können wir ja wirklich noch mehr als genug Bier herstellen. Gut, dann. Ich habe doch noch hier ein paar von den Getränkefässern, genau. So, platziert diese Maschine für den Farm um Honigblumen, Nektar und Lokusnüsse. Okay. Mache ich jetzt auch mal zwei Stück. Die stelle ich jetzt mal auf. Denn wir haben ja Nektar. Einmal Gold, einmal normal. Aber erstmal hier die Getränkefässer. Die komme ich dann hier gleich nebenan hin. Nein, einmal drehen. Moment. Nee. So. Genau. Hier kommt einmal das Goldnektarrohr hin. Ich bin mal gespannt, vor allem, wie lange die Dinger brauchen. Die brauchen bestimmt auch wieder ein paar Tage mehr. Dann eine. Die Kühlbeere schmeiße ich hier, aber kann ich hier was auch Saft machen? Und hier raus? Ah, ne, kann ich da. Das weiß ich ja. Das ist ja gerade am machen. So. Okay. Okay, hieraus kann ich auch. Moment, wie viel war das wert? Okay, ich merke gerade, ich war wohl eine Zeit lang sehr schlampig, was meine Liste angeht, denn das steht da auch nicht drin. Ich bin mir aber sicher, dass ich das schon mal verkauft habe. Ach, Mensch. Dann verkaufe ich das hier auch jeweils einmal. Nein, das nicht. Du kommst hier wieder rein. Gut, Tierchen. Hier gibt es wieder Eier. Oh, sogar zwei goldene. Ach, meine kleinen Süßen. So, hallo. Dot, hallo Dolly, hallo. Ja, gut, bin ich dich eigentlich? Dulz. Dot, Dolly und Dulz? Moment, ich habe was anderes. Wer noch Lucky Luke kennt, da gab es doch hier diese Gangsterbande, diese Daltons. Und ich nenne das Schaf jetzt Dalton. Dann haben wir Dot, Dolly und Dalton.
Okay, das sieht cool aus. Dot Dolly Doll. Okay. Ach, schön, ey. Gut. Was ich aber auch mal machen möchte, ist hier so ein Ei in den Räucher Dings zu schmeißen, weil das geht ja auch. Da bin ich dann mal auch gespannt, was dabei rauskommt. So ein Räucherei oder so. Käse. Käse, Käse, Käse. Käse. Gut. Der Salat ist ja hier noch für. Der kommt ja morgen erst, genauso wie das Gras. Uferbiom.